Hallo. Hallo. Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Daniel Sorgenfrei von den Stromwerken. Bin ich ja richtig verbunden mit dem Herrn Winter? Ja, richtig. Schön, dass ich Sie erreiche, Herr Winter. Ja. Und zwar geht es da um den Stromanschluss bei Ihnen. Da hatten Sie sich ja vor einiger Zeit mal nach einem günstigeren Tarif erkundigt. Richtig. Und da wird zurzeit, genau, da wollten wir nachfragen, die da immer noch interessiert sind, da ihre Stromkosten etwas zu senken. Ach, gibt es Menschen, die auf diese Frage mit Nein antworten? Oh, viele, das glauben sie. Tatsächlich, gar nicht. Wollen die kein Geld sparen? Sind die alle betrunken? Das denke ich mir auch, Herr Winter. Sie sind heute der erste nette Kunde, den ich am Apparat habe. Sie wissen doch noch gar nicht, ob ich nett bin. Vielleicht bin ich ja von der russischen Mafia. Ach, ich finde, ich komme selber aus Polen, von daher sind Sie mir sympathisch. Na, sehr gut, sehr gut. Können Sie Russisch sprechen? Nein, leider nicht. Na, okay, sehr gut, sehr gut. Aber immerhin können Sie sich gut auf Russisch rausreden, dass Sie kein Russisch können. Genau. Das ist schon mal sehr wertvoll. Da. Genau, Sie wissen doch, wenn man so ein bisschen Ostblock... mäßiges Aussehen hat, denken auch viele, ja, dass ich Russin bin. Ne, das macht ja nicht viel Unterschied. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, genau. Der einzige Unterschied ist, dass Russland immer Polen erobert hat und nie umgekehrt. Ganz genau. Ja, na, die Polen, die lassen sich da von jedem schneller erobern. Da haben sie recht. Das ist richtig. Also was so das angeht, haben die nicht viel Widerstand. Ja, ich hoffe, das ändert sich. Genau, das stimmt. Aber hoffentlich hat der Strom gute Widerstand, sonst ist er auch nicht gut. Genau. Richtig. Wir haben natürlich nur Spitzenstrom für Sie, das ist der aus 100% Wasserkraft hergestellt wird, ne? Ökostrom. Ökostrom. Und wo kommt das her? Sie sind ja bestimmt auch Umweltschützer, ne? Ich habe eine russische Pipeline in meinem Garten. Was will ich mit Umwelt? Eine russische Pipeline. Sehr gut. Ah, das ist gut. Ah, dann beziehen Sie auch Gas, ja? Nicht nur Strom. Das ist richtig, das ist richtig. Beste Ostblock-Gas, wo geht. Beste Gas von Kasachstan. Ja. Ja, wie gesagt, also die Gas-Pipelines, die hat der Schröder ja schon alle verkauft. Ja. Die gehören ja schon alle Russland. Das hat er gut gemacht. Während er war Kanzler, hat er gute Connection gemacht und jetzt verdient er Schweinegeld bei Gazprom. Der hat gut gemacht. Genau so Politiker sind Schweine, aber der hat gut gemacht für sich selber. Das muss man ihn lassen. Das ist ein richtiger Schwein. haben Sie recht. Oh, schlimm. Ist das mit den Leuten. Ja. Und genauso diese Hunde, die das EEG-Dreck gemacht haben. Ja, genau. Und jetzt kriegen wir auch hier diese EEG-Umlagesteuer, ne, für Strom. Ja. Das heißt, deswegen wird der immer teurer. Eben. Und die das genau meiste Strom verbrauchen, die müssen es nicht bezahlen. Das ist doch krank bei Gehirn. Ja, genau, da haben Sie recht, ne? Die Industrie, die am meisten verbraucht, die haben die niedrigsten Preise. Ja, das ist doch irgendwie nicht normal. Nee, das ist umgekehrte Welt. Irgendwie ist das, darf man gar nicht zu laut bei Telefon sagen, sonst kommen die gleich verhaften. Genau, ne? Wenn man ein paar Schlagwörter sagt, ne, wissen Sie ja. Warte, lass uns mal gucken, dass wir auf FBI-Liste kommen. Präsident, Bombe, Alarm, Maschinengewehr. Bombe. Anschlag, ISIS. Ja, jetzt werden die alle kommen. Ja, sehr gut. Aber mal gucken. Wir können ja jetzt gucken, ich bin ja hier auf der wer Arbeit. Von uns länger bei Leitung ist, wer zuerst verhaftet wird, hat verloren. Das ist ein guter eine gute Wette. Und muss dann das Anwalt von des anderen bezahlen. Genau, ja, bin ich einverstanden. Ja. Ich hoffe, ihr habt sichere Telefonleitungen da drüben. Ich hoffe. Ja, ich denke auch, also so viele Kunden, die hier sich auch beschweren, mache ich mir keine Sorgen. Ich bin viel gewohnt. Ist das Callcenter auch in Warschau? In Warschau? Warschau? Nein, ich komme nicht aus Warschau. Nein, aber das Callcenter. Ja, ich komme aus. Nein, das ist in Hamburg. In Hamburg. Auch, ja. Genau. Auch Hamburg. Die kommen ja auch aus Na, Hamburg. Klar, ne? Da können wir mal zusammen Pipeline sprengen. Für bessere Preise genau, machen. Genau, richtig. Das ist ja nochmal geprägt. Anruf wird zurückverfolgt. Bling, bling, bling. Kennen Sie Firmen Staatsfeind Nummer 1? Ja, kenne ich. Da. Genauso wird uns gern. Genau. Wir werden von Zügen springen, wir werden Häuser in die Luft jagen. Ja, das hört sich ja aufregend an. Da, ja? Mit Dimitri ist nie langweilig.
Sehr gut. Sehr gut. Aber dann machen wir jetzt erstmal den Stromvertrag fertig und danach reden wir dann über das andere. Abgemacht? Jetzt müssen wir erstmal gucken, was kann man anbieten. Genau. Wie viel zahlen Sie denn im Moment für Strom und für Gas? Was habe ich? Jetzt muss ich überlegen. Was macht das? Geht immer von Konto runter. Ich habe doch irgendwo das Zettel da liegen. Warte mal. Also es geguckt wegen Meerschweinchenfutter, musste ich Ausdruck machen. Strom ist 55, Strom ist 30, Gas ist 30. Also Gas 30 Euro? Strom 55. Alles klar. Und wie viel Kilowatt Sie da dafür bekommen, für dieses Geld? Wissen Sie das auch, zufällig? Ehrliche Antwort, keine Ahnung. Okay, nö, dann rechnen. Ich kann auch ausrechnen, so ungefähr. Das ist sehr gut. Bei welchem Anbieter sind Sie bis jetzt? Bei der Vattenfall? Ich glaube schon. Ich bin da hierher gezogen und dann sagt der Vermieter, ja, ich habe das Gutes für dich, der macht da weiter und seitdem ist das so. Alles klar. Der hat gesagt, ich habe was Gutes für dich, ne? Die größten Halsabschneider hier. Ach, sind das Halsabschneider wie islamische Staaten? Ja, wie islamische, nein, das sind die deutschen Grundversorger, ne? Die beziehen ja alle den günstigen Atomstrom und verkaufen den teuer weiter. Warte, jetzt habe ich das verstanden. Die islamischen Stadtleute, die schneiden deinen Kopf, wenn du nicht an ihre Gott glaubst, und die schneiden deinen Kopf, wenn du nicht an Atomstrom glaubst. Genau, so sieht's aus, richtig. Dann ist gut, dass die mich noch nicht gefunden haben. Genau, dann, Das ist noch in Sicherheit bis jetzt, ja. Ja, und jetzt müssen Sie mich in Sicherheit bringen. Haben Sie Zeugenschutzprogramm für Ökostrombenutzer? Haben wir. Richtig, genau. Wenn Sie zu uns wechseln, sind Sie vor allem abgesichert. Auch. Genau, vor der Strommafia. Auch vor Callcenter-Mafia, oder muss ich mich vor denen selber schützen? Also vor denen müssen Sie sich selber schützen. Von uns werden Sie dann auf jeden Fall erstmal nicht mehr angerufen. Erstmal nicht mehr? Ja. Sondern genau, dann, ich werde dann von den Leuten angerufen, an denen ihr Firma das Daten weiterverkauft. Also irgendwie ruft ihr mich ja doch wieder an. Ja, das ist, also unsere Firma verkauft ja die Daten nicht weiter. Aber die kauft sie ein. Aber ihr kauft sie ja erstmal. Das kann natürlich sein. Ja klar, woher soll sonst mein Telefonnummer kommen? Ich will jetzt nicht widersprechen, ne? Das ist so. Ich bin ja nicht auf Kopf gefallen. Wir kennen ja das nicht. Ja, wir haben ja Schulen in Russland. Das ist ja ganz klar, wie das läuft. Sie haben auch Fernsehen, ne? Und so. Ja, ist ja nicht so, dass sie nichts mitbekommen haben. Das ist richtig. In Russland haben wir auch Fernseher. Das ist damals so gewesen. Drei Leute sitzen auf Couch, wollen einen Film gucken. Das andere sitzt und muss Kurbel machen. Haben Sie recht. Und alle sprechen gleich, ne? Ob Frau, Mann, Kind, richtig. Ja, Hund, alle sprechen gleich. Und die Bären. Ganz Stimme, wichtig, ja? Die Bären. So war das in Polen auch. Und die Bären. Genau, das stimmt. Egal. Alles was, gleich, ne? Alles Klischee, alles immer mit Fellmütze, alles immer mit Wodka, immer alles kaputt machen. So ist das. Und Polen immer klauen, weißt du ja selber. Ja, aber. Na, was heißt die Polen klauen, ne? Das kommt ja alles weiter nach Russland. Bei uns wird das nur durchgeschoben. Ja, wir haben gut gemacht. Ja? Wir haben euch vorgeschickt. Sag komm. Genau. Dabei. Ja, genau. Ihr habt uns als Sündenbock, ne? Habt ihr uns da hingestellt. Ja, geh mal zap-zap machen. Bringst du nach Moskau. Wir verkaufen weiter. Aber so muss man das genau. Machen. Damit alle denken, die Polen sind das. Und in Wahrheit macht ihr da den Profit, ne? Richtig. Genau. So ist es. Ja, und so ist das ja eigentlich auch mit das ganze Callcenter-Mafia. Was da Geld gemacht wird, das glaubt ja auch kein Mensch. Ja. Gut, das was stimmt. Kostet, aber was, sind, kostet so ein, was kostet so ein Satz Kundendaten von 1000 Leuten? Was kostet das? Da kenne ich mich leider nicht mit aus, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Das würde mich so interessieren. Das macht alles. Ich weiß, ja. Aber das macht alles mein Chef. Ich kenne mich damit nicht wirklich aus mit diesen Zahlen. Ah, ne, da will ich auch nichts Falsches sagen, wovon ich keine Ahnung habe. Ja, ist besser. Und habt ihr schon mal, besser, genau. habt ihr in Hamburg schon mal Razzia bekommen? Hier bei uns im Callcenter, nein, keine Razzia. Noch kein Razzia? Warum? Nein. Wir machen ja nichts Verbotenes, wir verkaufen ja nur Strom. Ja, sind wir ja schon, weißt du, du darfst ja nach deutschem Gesetz und darfst ja nicht einfach irgendwo anrufen und sagen, hey, hallo, ich will dir was verkaufen. Das, wenn du das bei Putin machst, der wird dir Finger abschlagen. Da haben Sie recht, ja. Aber ich muss auch sagen, die,
die meisten Kunden, die haben sich ja dann irgendwann mal im Internet erkundigt. Ja, ja, aber du musst ja mal, oder? Du musst ja mal sehen, genau, dass Leute sich erkundigen. Die geben bei Google Strom günstig ein, dann kommt es bei irgendeiner Seite, da kannst du reinschreiben. Und dann denken das ganze Firmen, dass das Daten kaufen, dass sie deswegen das Leuten anrufen dürfen, aber das ist ja gar nicht so. Ja. Mhm. Ja gut, das stimmt. Siehst du? Ja. Das ist ein bisschen gefährlich. Das ist alles so eine Grauzone. Das ist schon dunkelschwarz, würde ich sagen, aber ich mag Schwarzmarkt. Dann habe ich ja Glück gehabt. Schwarzmarkt, ja? Ist sehr gut. Also. Möchtest du Krabbensaft kaufen? Wir haben so Brennerei bei Garten. Okay, und Krabbensaft macht da. Das machen wir mit. Okay. Ein gutes Mischung hat gute Prozenten, kann man gut trinken. Alles klar, ja, ich habe ja die Adresse, dann werde ich. Jetzt aber nicht Polizei schicken. Nein, schicke ich nicht, keine Sorge. Sehr gut. Die Ostblock müssen doch zusammenhalten. Das ist ja? Richtig, das ist richtig, aber eigentlich seid ihr gar nicht mehr in Ostblock, ihr seid bei scheiß NATO drinnen. Was soll das? Na gut, da können wir ja auch nichts dafür. Na, da müsst ihr anständige Präsidenten wählen oder mal Putsch machen. Das stimmt, da haben sie. Ich meine, du kannst das ja machen wie bei Ukraine. Du kannst ja Putin mal einladen. Weißt du, der kommt zu Besuch, wird nicht mehr gehen. Ja, ist richtig, genau, der kann mal aufbauen bei uns im Land. Sollte er das machen? Richtig. Ja. Das ist nur eine Frage der Zeit, der wird das sowieso übernehmen. Meinst du? Ja? Das dauert bestimmt nicht mehr lang, ich denke. Yeah. Und sollen wir uns dann auf Seite von Putin stellen? Ja, das weiß ich noch nicht. Was? Also ich denke, ich bin immer bei dem Meistbietenden, ja? Blöd, bist du Söldner oder was? Nein, ich sag dir immer, auf welcher Seite bist du, dann sage ich immer, bei dem auf der Seite, der am meisten bietet. Ach, darum bist du, ja? Bezahlt Callcenter so viel, dass es sich nicht... Ja, aber bezahlt Callcenter so viel, dass es sich nicht lohnt, ehrliche Arbeit zu machen? Das heißt, also es ist nicht schlecht, ne? Ich sag mal, ich habe schon alle möglichen Jobs gemacht, ja? Und ich musste mein Geld auch schon ganz hart verdienen, ja? Auch wirklich körperlich hart, ne? Im Lager und so weiter. Blöd. Also von daher, ja, ist das. Und wir verkaufen ja nicht den Leuten irgendwie, wo die dann Probleme haben, ne? Und keine Lottoscheine, keine Lebensversicherung. Es geht sich nur um Strom. Strom haben ja schon alle zu Hause. Die meisten. Ja? Genau, richtig. Die meisten. Und die zahlen die mehr, als Mindestlohnung? Also viele, 80% der Haushalte in Deutschland zahlen zu viel. Ja, das weiß ich, aber ich meine das Callcenter bei euch. Zahlen die Mindestlohn oder werden die anständige Bezahlung machen? Ja, nee, es ist okay, sag ich mal. Es ist über dem Mindestlohn. Und kriegt ihr Provisionen von den Stromleuten? Also erst wenn man über einen bestimmten Schnitt kommt. Ah. Ja? Also du musst erst gute Verkauf machen, dann kriegst du Bonus. Genau. So. Genau. Ansonsten müssen die Kosten ja gedeckt werden, ne? Das ist richtig. Und was ist, wenn die Leute uns dann einen Storno machen, musst du das dann wiedergeben? Nee, das müssen wir nicht. Ah. Genau, deswegen haben wir, ne, deswegen ist das ja alles so pauschal. Ah, das ist cool. Ja, weißt du, das meiste Callcenter-Leute immer gleich auflegen, wenn man mal Fragen stellt. Das ist immer cool, das mal zu hören, wie das abläuft. Ja, das stimmt. Klar, kein Problem. Das war, ich habe auch schon mal überlegt für das Produktionen, dass wir das vielleicht selber mal machen, so einfach bei Leute anrufen. Klappt das denn so von Quote her, wie viele Leute legen auf, wie viele machen Vertrag? Also das ist ganz unterschiedlich. So ungefähr. Also man hat Tage, es hängt davon ab, wie viel ich erreiche, ne, in der Stunde. Aber ich sag jetzt mal, so in der Stunde hat man schon zwei, drei lange Gespräche, ne, und bestimmt 10, 15, die einfach auflegen. Ja, aber mal angenommen, von 100 Leuten, mit denen du sprichst, wie viele werden einen Vertrag machen? Ja. Von 100 Leuten, sage ich mal, 3 bis 4. Nur so wenig? Ja, so schätzen. Ja, leider. Oh. Leider, weil viele haben auch schlechte Erfahrungen gemacht. Das kann ich mir vorstellen. Und, haben Angst, was falsch zu machen. Ja, das liegt bestimmt, weißt du, das gibt bei Internet ja so viele Seiten, die immer so, die machen so, wie heißt das, so, Vorstellung von so Verbrecherbande und vielleicht viele Leute deswegen Angst haben, weißt du, die haben da so Gespräche drinnen, wo das Leute am Telefon mit Tod bedroht werden, weil die nichts kaufen wollen. Genau, das, sowas machen wir ja gar nicht. Wir wollen ja wirklich nur, dass die Leute günstigere Das wollte ich dir ja auch gar nicht unterstellen. Kennst du Hans Maulwurf? Ja. Hans Maulwurf? Ja.
Ja, woher? Habe ich schon mal gehört. Ja, weil das ist, ja, von denen habe ich das gesehen. Der wird da bedroht. Das ist so ein alter Mann. Der wird von so Mastercard-Mafia wird der bedroht, weil der will das nicht kaufen. Und der hat das aufgenommen und dann bei Internet reinstellen. Das können Leute das hören. Okay, ja klar. Und die Leute sehen das und kriegen dann Panik, ne? Klar. Und dann müssen die. Klar, und dann immer ist das. Ja, das ist wie lange machst du das Beruf da? Ich so ein halbes Jahr ungefähr. Oh, okay, weil wenn das länger gewesen wäre, hätte ich mal gefragt, wie ist es in letzter Zeit so gewesen, Leute eher weniger machen, eher mehr machen, weil man will ja mal ein bisschen wissen, wie funktioniert seine Arbeit, hat das Einfluss drauf? Ja, ja, klar, das stimmt. Es hängt immer von ab, ich sag mal, Anfang des Jahres läuft es immer besser, wenn die Leute Preiserhöhungen da bekommen, ne, für den Strom. Da sind die alle sauer und dann haben die mehr Interesse zu wechseln, ne? Da. Jetzt ist wieder schwierig, weil viele haben schon gewechselt, jetzt, ja? Oder ja, haben Angst, dass die da irgendwie zwei Verträge haben am Ende oder sowas in der jetzt Art. Jetzt haben wir so lange gesprochen. Ich habe, bist du von Stadtwerken in Hamburg oder was ist das Firma? Also unsere Firma, wir sind die Stromwerke. Ja? Das heißt, wir sind Vermittler und können da immer von mehreren Anbietern den günstigsten halt für deine Region. Ah, das kenne ich auch. Das kenne ich auch. Seid ihr so eine Firma, das hat 20, 30 Anbieter oder habt ihr alle? Nee, alle nicht. Wir haben nur ein paar. Das hängt immer von ab, welcher da für die Region gerade der günstigste ist. Ah, das heißt, die gehen zu eurem Chef, sagst du hier, die und die Gebiet, ruf die Leute an, da hast du Geld. Genau, ja, richtig. Das habe ich doch. Wo es sich auch lohnt. Ja, ne? Na klar, das habe ich in auch mal mit Krankenkasse gehabt. Weißt du, da rufen die an, wollte mir eine Krankenkasse andrehen. Und irgendwann, weil die immer wieder angerufen haben, weil, weiß nicht, ich hatte jedes Mal andere Namen. Mal hieß ich Dimitri Bagatov, mal Dimitri Schukov. Ich weiß nicht, wo haben die immer das Namen her. Und jedes Mal, ich habe denen andere Antworten gegeben, die haben mir immer gleiche Krankenkasse vorschlagen. Und irgendwann haben die endlich mal zugegeben. Ich habe zugegeben, dass die nur für diese eine Krankenkasse anrufen, die mir immer empfehlen. Und zwar, weil sie Geld dafür kriegen. Ach so. Verstehst du? Und da ist bei Strom ja genauso. Ja, ja, klar. Wenn du hast nur 20 Anbieter und es gibt 300, ist da bestimmt was Besseres dabei. Das stimmt, das kann natürlich sein. Aber ich sag mal ganz ehrlich, ich persönlich habe auch keine Lust, mich da stundenlang an den Computer zu setzen, ne? Da alle Anbieter zu vergleichen, ja? Und genau auszurechnen, ne? Sage ich jetzt mal, was da für Ersparnis ist. Also, mir wäre das auch ganz lieb, wenn mir da jemand die Arbeit abnimmt. Ja, der Dr. Google wird das machen. Genau, aber deswegen habe ich ja angerufen. Ich möchte ja das machen. Diesen Vergleich und diese Ersparnis erzielen. Ne? Genau, und viele Leute kümmern sich da einfach nie drum und bleiben immer bei Vattenfall und zahlen einfach zu viel. Das ist schrecklich. Ja, das ist schrecklich. Ja. Diese armen Menschen, und denen muss man ja helfen. Genau, genau, das habe ich vor. Das ist meine Intention. Oh, Intention, hast du so gute deutsche Worte gelernt. Klinke Bildung. Danke. Kannst du Studium machen? Danke. Ja, ich hab auch studiert. Was denn? Ja. Soziale Arbeit. Was für Ding? Soziale Arbeit, wie? Ja? Also hier mit alten Leuten. Kindern, und wie kommt man dann in Scheißendre Callcenter? Yeah. Du kannst so viel machen. Ja, ich muss viel arbeiten, ja? Das eine und das andere. Ich muss im Moment viel Geld verdienen. Oh, willst du auch selbstständig machen? Ja, vielleicht. Ja, und Haus kaufen, das klingt doch gut. Das klingt doch gut. Wenn das mit Krabbensaft gut funktionieren, kannst du vielleicht meine Callcenter anführen. Genau, ja, warum nicht? Nein, vertreiben wir das weltweit. Ja? Ah, nee, wir wollen regional anfangen und dann wollen wir so ein bisschen bei erstmal Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und dann mal weiter gucken. Ja. Und dann wollen wir gucken, dass wir bei Oktoberfest so Zelt kriegen mit Krabbensaft. Und da wollen wir dann noch Krabbenbrezel machen. Und dann wird es klappen. Okay. Wir haben auch schon Prototypen von Krabbenpresse, aber müssen wir noch ein bisschen Feinmechanik machen. Ja, okay. Ist alles nicht so einfach. Es funktioniert, aber ist noch nichts für Großproduktion. Und ich will das ja auch nicht in China machen oder Nordkorea. Das ist alles nicht so einfach. Sondern da, in Hamburg. In Hamburg am besten. Ja, im Moment noch bei Hinterhof in Alte Fas und dann müssen wir richtig Fabrik machen. Ja, das hört sich gut an. Das hört sich gut an. Und da bin ich auch eine große Firma und muss kein EEG mehr zahlen. Das wär's, ne? Genau, wenn man sich das sparen könnte, das wäre natürlich ideal, ne? Das muss sein. Das stimmt, aber
klar, man muss auch ein paar Ziele haben im Leben, ne, wo man sich da, wie man sich vornimmt, richtig, ne, sag ich mal. Richtig. Aber ich bin richtig bisher mit Zielen immer gut auskommen. Ich muss noch ein paar mehr Abonnenten kriegen, aber ansonsten klappt das sehr gut. Ja. Ja. Also ich habe, um mal ganz kurz hier zu dem Strom zurückzukommen, ja? Ich habe schon mal ausgerechnet. Hast du immer noch nicht aufgegeben mit Dimitri? Nein, natürlich nicht. Ich möchte ja, ne? Ich krieg ja, ne, wie gesagt, werde ja hier nur dafür belohnt, wenn sie da wirklich den Anbieter wechseln. Ja, und ich werde nur belohnt, wenn ich Informationen rauskitzel. Das habe ich ja schon geschafft. Ich bin ja von der Konkurrenz. Ich will doch nur wissen, wie ihr arbeitet, dass wir auch Erfolg machen. Ah, okay. Da. Ah, aber ihr verkauft ja keinen Strom. Doch. Ja? Also von daher. Ich bin von Strommarkt 91. Aha. Und möchtest du, weißt du, wir machen so Testanrufe bei anderen Callcenter. Können wir dich abwerben? Ach Quatsch. Oh, blöd. Warum nicht? Nein, das glaube ich nicht. Jetzt nehmen sie mich aber auf den Arm. Ja, natürlich. Ja? Die ganze Zeit schon. Du merkst es nur nicht. Ach Quatsch. Doch. Aber wir haben es doch so nett unterhalten. Ja, natürlich, das haben wir. Ein bisschen Spaß gehört hier dazu bei den Leben. Richtig, ja. Soll ich dir sagen, was das Lustige ist? Was denn? Ja, ich kann auch wie ein Inder sprechen. Ja, glaube ich. Ja? Magst du Indien? Ja. Sehr gut. Möchtest du einen Ziegel kaufen? Nein, danke schön. Kamel? Ich möchte, dass Sie günstigeren Strom kaufen. Ja, hier ist Maulwurf. Ich habe schon so lange gesprochen. Hier ist Maulwurf. Was möchten Sie bitte? Sehr gut. Kann ich das gut? Ja, ja. Warte ja. mal, wenn du Kompliment, kommst du aus Polen, wirklich? Dann kennst du den auch. Guten Tag, mein Name ist Sikard. Sie möchten mir also Strom verkaufen. Ist das richtig? Sehr gut. Ja, das haben Sie aber wirklich gut drauf. Ja, natürlich. Jetzt darfst du mal raten, welches ist das echte Stimme. Oder ob das echt überhaupt dabei war. Das ist schwer zu sagen. Schwer zu sagen, ja. Das ist schwierig. Aber das ist jetzt das Aufgabe. Jetzt wenn du rätst, welches ist das richtige Stimme, werde ich mir mit Strom überlegen. Na, ich denke, die, wo wir die ganze Zeit mitsprechen. Das wäre oder? Ja zu einfach. Das ist ja dann keine das Kunst, wenn ich mit meiner eigenen Stimme rede, aber Stimmenkünstler bin. Okay. Gute Frage. Ich kann auch die Französisch anbieten. Okay, das ist ja alles dabei. Ja, hast du einen Wunsch? Was kann ich für dich sprechen? Ich hätte gerne, mein Wunsch wäre, hier die Kundennummer und die Zählernummer vom Strom einmal zu hören. Ja, in welchen Akzent oder Sprache möchtest du das hören? Welchen Akzent? Von mir aus gerne auf Französisch dann, aber... Oh, sag so blöd. Dann müssen wir aber hier eine Rotwein zuerst essen, bevor ich meinen Kundennummer gebe. Sehr gut. Und also Sie haben das wirklich gut gemacht. Selbstverständlich. François hat sehr lange geübt. Möchten Sie mein Baguette sehen? Nein. Nein, danke. Erst möchte ich die Kundennummer und die Zählernummer. Ach, und dann werden und dann wir das Geschäftliche machen? Sacrebleu. Ich kann übrigens auch, falls ich das noch nicht gemacht habe, ich kann auch wie ein Schweizer sprechen. Möchten Sie vielleicht ein Alphorn erwerben? Sehr gut. Also Sie haben ja wirklich alle Facetten drauf, muss ich sagen. Aber ich muss Ihnen auch sagen, mein Teamleiter steht schon hinter mir und der guckt. Darf ich den mal sprechen? Ja, selbstverständlich. Sehr ja? gut. Ich leite Sie mal weiter. Ja. Ja, hallo, hier ist der Müller von dem Teamleiter der jungen Dame. Schön, dass ich Sie erreiche. Ich hoffe, Sie hat mich gut beraten. Schön, dass Sie mich erreichen. Ich war die ganze Zeit am Telefon. Ja, nein, schön, dass wir Sie am Telefon haben. Natürlich. Das weißt du, das ist ein gutes Beispiel, das soll man nicht immer Leitfaden ablesen, weil irgendwann sagt man das dann immer genauso. Nein, ich agiere natürlich nicht nach Leitfaden, ich bin natürlich hier der Teamleiter, das heißt, ich komme immer im Spiel, wenn Fragen zu beantworten sind, die eben halt nicht so von unseren neuen Mitarbeitern so zu beantworten sind. Das heißt, wenn Sie Fragen haben, können Sie gerne mir die Fragen stellen. Wir haben natürlich jetzt aktuell schon etwas Zeit verbraucht bei Ihnen, nämlich im Telefonat. Da. Ne, das natürlich nicht heißt, dass wir nicht gerne mit Ihnen telefonieren. Denn wir machen aber jetzt
aktuell Butter bei den Fischen. Das heißt, ich habe das ja hier von der Kollegin vorliegen. Ne? Ja. Sie zahlen ja aktuell 30 Euro im Strom. Wir bieten ihnen aktuell für den gleichen Stromverbrauch 20,15 Euro an. Hallo? Wir haben hier im Strom... Hallo? Ja, hallo, hören Sie mich? Ja, wer ist da? Ja, hören Sie mich? Hallo? Hallo? Hallo, hören Sie mich? Ja, wer ist da? Hallo? Mein Name ist Sebastian Müller, das habe ich Ihnen doch gesagt. Ja, der Kollege ist kurz weggegangen, der hat mir das Telefon gegeben. Okay, ich weiß jetzt nicht, mit wem ich jetzt gerade spreche. Mein Name ist Rakesh. Der Herr Winter. Rakesh ist mein Name. Rakesh? Ja. Rakesh, okay, alles klar. Also ich glaube, Sie sprechen gerade mit der gleichen Person, die eben halt aktuell nur die Stimme verzerrt. Ich habe jetzt natürlich jetzt nicht allzu viel Zeit, mit Ihnen jetzt so weiterzureden wie die Kollegen vor uns. Ne? Also wir haben hier deutliche Ersparnisse vorliegen für Sie. Ne? Das heißt, Sie haben deutlich Potenzial, hier Geld einzusparen. Ich bräuchte natürlich jetzt die Kundennummer und die Zählnummer jeweils für Gas und für Strom. Können Sie das nochmal wiederholen, junger Mann? Ich habe Sie nicht ganz verstanden. Kundennummer, Zählnummer, Strom und Gas. Einmal bitte. Wie bitte? Junger Mann? Hallo? Ich weiß ja nicht, ob Sie Spaß daran haben, ne? Aber meine Zeit ist ja wirklich etwas wertvoller als Ihre. Ich weiß ja nicht, ob Sie jetzt um 16 Uhr zu Hause sitzen und irgendwie Leute da irgendwie verarschen wollen, ne? Aber ich bin am Arbeiten, ich muss für mein Geld eben halt wirtschaften. Ich weiß nicht, ob Sie das Geld einfach so zugeschossen bekommen. Natürlich. Das kann ich Ihnen jetzt nicht aktuell... Ich bin russischer Geheimagent, Blair. Ich habe den ganzen Tag Zeit. Leben halt in Deutschland. In Deutschland ist es ja aktuell gesichert, eben halt die Grundversorgung, ne? Heißt AGA, Hartz IV etc. pp. Aber ich habe wirklich keine Zeit, mich mehr mit Ihnen jetzt eben halt auf Kindergartenart zu weisen. Blair, das war gerade mega rassistisch, wenn Sie mit mir... Wenn Sie mit mir, ich bin nicht Rassist, also ich bin Italiener, also kann ich nicht Rassist sein. Oh, ich könnte jetzt ja so tun, als wäre ich ein Italiener, aber das kann ich noch nicht so gut. Ich kann höchstens den Franzosen machen. Okay, da kann ich Ihnen ja helfen, aber wir können uns ja beide ja, helfen. Ja, sag mir mal ein paar italienische, sag mir mal ein paar italienische Schimpfworte für meinen Charakter. Ich muss üben. Machen wir gerne. Mach ich gerne mit ja, Ihnen, sag ich Ihnen ganz gerne. Nur eben halt brauche ich vorerst eine klare Kundennummer und eine klare Zählernummer, weil sonst ist es nur für mich Zeitverschwendung. Du hast immer noch nicht aufgegeben. Jetzt sag mir doch ein paar italienische Schimpfwörter. Bitte noch, also ich wiederhole das jetzt das letzte Mal. Ja. Das heißt, wir bräuchten einmal bitte von Ihnen die Kundennummer und die Zählernummer, damit wir Sie Ihnen das Ganze hier schriftlich zukommen lassen können, denn Sie haben Potenzial bis 400 Euro im Jahr für Gas und für Strom zu sparen. Das heißt, 2 Jahre wären Sie bei 800 Euro. Wenn Sie ernsthaft dran interessiert sind, geben Sie mir die Daten jetzt kurz durch. Wenn nicht, beende ich dieses Gespräch und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Also das können Sie sich jetzt ausdenken. Ja, wie macht ihr das bei euch, wenn ihr auflegt? Müsst ihr dabei Programm drücken oder habt ihr Knöpflein bei Herzen? Ha! Hat aufgelegt. Weiß leider nicht, wie er es gemacht hat.